So, bin ich zwar noch in der Hölle, aber eigentlich bin ich fertig. Ja, ich sammle jetzt einfach noch hier die Quelle, hau ich noch weg. Aus zwei Gründen. Einerseits, die. Super. Hier, es kann ablaufen. Einerseits, dann habe ich, damit ich die jetzt habe, noch was habe. Wenn die eine ungünstige Vermutung stimmt und ich in Wahrheit weniger habe, zu wenig habe, dann habe ich, hätte, hab, mich verrechnet habe, dann habe ich jetzt eben noch ein bisschen was zur Sicherheit. Ja, Mist. Ja, super. Habe ich jetzt sicher noch ein bisschen was zur Sicherheit. Und ansonsten kann ich es ja verkaufen oder. Gibt es noch irgendwas, was ich daraus noch bauen könnte später? Man kann ja nie genug davon haben. Oh Gott. Ah, Mist. Dann gucke ich noch mal kurz hier oben, ob ich hier eine Höhle finde. In der ich eine Höhle, in der ich eine goldene Kiste finde. Ne, die ist. Ist mir noch ein bisschen zu sehr über Lava. Jetzt läuft schon wieder so flüssig. Jedes Mal, wenn ich goldene Kiste in der Höhle laufe. Gravitation Potion. Hunter Potion brauche ich nicht, das kann ich sagen. Die Dämonik-Fackel brauche ich nicht. Restoration Potion ist immer gut. TNT macht Spaß. komm, geh weg. Und der Magic Mirror. Hui. Habe ich gleich mal eingesetzt. Der teleportiert mich nach Hause zurück. Aha, der Blutmond. Zombies laufen schon durchs Haus. Verschwendet, ich muss mir eine Rüstung bauen. Ah, die gehen nicht weg. Oh. Moment, ich baue hier mal. Das klappt nicht jetzt. Da kommen die nicht vorbei. 24. Ah, scheiße. Das heißt, ich brauche noch. Also, nicht noch, insgesamt. Ja, im Stern. Mit der Macht des Sternes von. Keine Ahnung, ich guck so. Ich guck sowas nicht. Tür schließen ist nicht immer das Verkehrteste. Aha, jetzt kommen sie nicht rein. Und ich komme nicht raus. Da kommen sie nur rein. Dann ist ja eigentlich eh egal, dann kann ich ja hier auch gleich aufmachen. Laufen die ja weg. Wie ist der da hochgekommen? Wahrscheinlich da oben gespawnt. Auge. Bam! Hellfire Arrows. Glück macht ja nichts kaputt. Oh. Ich auch nichts mehr. Das Ding ist schwach. Das bringt ganz gut Geld ein. Aber trotzdem. 90, 24. 80, 70, 66, 24, 260, 264, 263 brauche ich dafür. Oder? 2240,
64, 263 brauche ich dafür. Halt ich hier nicht. Ah, lala. Die Nacht ist dunkel und voller Hodors. Wer Game of Thrones, Thrones kennt, weiß, wovon ich rede. Nun, dass die nicht mehr entferntesten so aussehen wie Hodor. Da ist Tag. Also 263 sagte ich, habe 266. Ah, super. Sag ich doch, ist gut, dass ich die Quelle noch abgebaut habe. Mal sehen. Ich muss rechnen. 266 habe ich. Das geht durch 4, denn 66 geht auch durch 4. Nee. 64 geht durch 4. Das heißt, 2 kann ich hier lassen. Das heißt, ich kann das eine hier und noch da 2. Und habe keine Ahnung, wie viel das jetzt ist. Das, das ist doch nicht durch 4 Teile, daher. Doch, hier im Ofen. Leck. Ach, Gold, habe ich total vergessen. Ach, hier habe ich noch Silber. Hätte ich Silber auch abgebaut? Nee. Oder? Ich hätte eigentlich jetzt abgebaut, aber. Guck mal, vielleicht daraus jetzt kriege. Ah. Gut, es hat gereicht. Zack. Genau 90. Da habe ich aber Glück gehabt. Aber wenn das übrig geblieben. Habe ich wohl verrechnet. Das bedeutet, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, ja, und das habe ich auch, dann brauche ich jetzt einen Mannequin. Super Slow Mode. Ich muss später noch einen Ort einrichten, wo ich die alle hin platziere. Und was verkaufst du eigentlich? Der hat schwarze Farbe, einen Sommerhut. Und die Familienkleidung sollte ich so ein bisschen wieder Standardtyp aussehen. Also ich glaube, die Sachen sind in der Farbe, wie ich meinen Held ausgewählt habe. Die Tür hat aber eine schöne Welle gemacht. Brauche ich jetzt aber eigentlich nicht. Ist auch recht teuer. Apropos teuer, ich könnte mal kurz hier ins Sparschwein gehen. Gut, die Kleidung. Molten Helmet. Molten Breastplate. Und Molten Greaves. Mit der schönen Dingens-Animation vom Feuer. Habe ich damit 27 Defense zusammen. Das Ding hat 2 Defense, hat gar keins, auch nichts. Das hat auch kein Defense. Aber immerhin. Gut, verkaufen. Komm, du hast einen Shop. Alle Shops sind gleich. Das gibt ein Gold. Bräuchte ich für noch irgendwas? Tinkerbelt habe ich schon. Marula. Wenn ich das Ding ausrüste, dann habe ich hier so ein schönes, hässliches Gitter. Ist sehr gut zum Bauen, aber das brauche ich jetzt gerade auch nicht. Und ein Toolbelt habe ich einen weiteren Bordings. Oh, 3 Gold ist sehr gut. Das will ich nicht verkaufen. Was will ich noch verkaufen? No Value. Aha. Nee, sonst nichts. Nö. Ach ja, genau. Das wollte ich noch kämpfen, um das zu verkaufen, weil die Dämonikbarren hier sind verdammt teuer. Also damit kann man sehr gut Geld machen. Quickstart war nix. Waffen habe ich jetzt auch keine neuen, die ich da reinlegen kann. Ja, nee. Sonst noch was? Nee. Tränke. Ja. Warte mal kurz zu der Obstkiste. Ich brauche glaube ich Mushrooms. Zack. Da habe ich auch nichts Neues. Nein.
Blöcke, ja. Noch mehr Blöcke. Nix. So. Hier habe ich auch eine Wasserkandel. Flaschen zum Tränkebrauen. Bücherregal. Bücherregal brauche ich. Pfeile. Diverses. Und eine Hand. Hi Hand. Ach komm, die nehme ich jetzt mal mit, weil ich habe hier noch diesen Platz. Jetzt, was wollte ich jetzt noch tun? Ach genau, Bücherregal craften. Muss ich hier hingehen? Da. Denn auch das Bücherregal dient als Crafting-Rezept, um Bücher zu craften. So ein paar spezielle Bücher. Sonst nicht weiter von Bedeutung. Sieht schön aus. Wo ist der Monstertrop in der goldenen Kiste? Oh, ich habe einige Knochen. Guck ich mal, was man daraus alles Schönes herstellen kann. Und wo sind sie? Da war jetzt doch. Cornweb. Guide. Crafting. Nein, die nicht. Ich wollte gucken, was das den Knochen machen kann. Eine Skull-Lantern, Piano, Neck und Necrohelme. Und das kommt später. Das macht ein Bossmonster, ja. Die ist, glaube ich, gar nicht mal jetzt so unbedingt wichtig für mich. Die hat aber so einen Bonus für Fernkampf. Wollte ich eigentlich mal machen. Einfach so, um alle zu haben. Allerdings muss das jetzt nicht unbedingt jetzt sein. Das wollte ich mir lieber aufheben. Wenn ich... Wo ist das letzte? Dope. Wenn ich auch wirklich dann... anfange... Moment, Bücher sind noch übrig geblieben. Wenn ich wirklich anfange, mir die... Sachen herzustellen... ich brauche für... Also... wenn ich das mache, was ich... Dingens halt, wenn ich mir, wenn ich das, die Rüstung dann herstellen will, die ich wenn ich mir die Rüstung herstelle, Rüstungen herstelle, einfach nur so, um mal alle zu haben. Jetzt ist mir so gerade noch ein Glück gehabt. Was ist ein bisschen Platzverschwendung, jetzt noch irgendwo ein Mannequin hinzustellen oder die Kiste damit zuzumüllen? Das kann ich eigentlich ja unten machen, diesen möchte gern Friedhof. Mich ganz genau sein weiß, dass ich da nie irgendeinen Grabstein hinstellen werde. Da könnte ich doch dann die ganze Mannequin mit den Rüstungen ja hinstellen. Jetzt wollte ich in den Dschungel gehen. Und ich habe keine Ahnung, was ich brauche. Ich brauche auf jeden Fall Jungle Spores. Ah. Und Stinger. Also die Stacheln von den Decken. Und ich erinnere mich, dass der Dschungel hinter der Corruption war. Und ich finde es ein bisschen seltsam, dass hier nur eine Blume wächst. Könnte sein, dass da eine Himmelsinsel schwebt. Ist manchmal so, dass die immer Eingänge von Corruption schweben und dann, dass die Sonnenblumen dort platziert sind. Ah. Es gibt den extra Melee Damage. Oh, das ist gut. Da beginnt schon der Dschungel. Oh, nett. So, hier ist der Dschungel. Au, au. Da ist eine Menge Gras gewachsen.
als ich letztes Mal hier war. Wie viel Gras hier wächst. Na gut, mein Inventar ist halbwegs aufgeräumt.